Servus Leute und willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Ich wollte schon wieder EU4 sagen. Hilfe. Ich zock zu viel EU4, wobei ich das außerhalb der Aufnahmen eigentlich nicht mal spiele. Also, ich meine, ich mache das mir normalerweise so, dass ich Spiele, die ich in der Aufnahme spiele, privat dann nicht mehr spiele, weil ich sonst einfach die Lust teilweise verliere. Das ist ein bisschen problematisch bei mir, weswegen ich das normalerweise nicht mache. Ich glaube, jeder hat jetzt eigentlich eine Idee, was ich vorhabe hier. Sonst würde mich das gerade ein bisschen wundern. Ich hoffe, das funktioniert. Kann ich hier rüber? Nein. Dann funktioniert es nicht, dann muss ich noch eins höher. Es geht auf jeden Fall. Ich muss aber noch eins höher, leider. Jetzt kann ich nämlich normalerweise... Das geht nicht. Ich kann hier nicht übers... Ich dachte, man kann hier durchbauen. Das ging doch, hätte ich gedacht. Moment. Ich kann hier wirklich nicht unten. Oh, schade. Moment. Gibt es da nicht irgendwie Spezialdinge? Na, das geht nicht. Shit. Ja, dann kann ich die Gebäude nicht, die Gehege leider nicht verbinden. Eigentlich wollte ich das jetzt so machen, dass ich das oben drüber baue und die Gehege unten drunter verbinde. Damit ich nicht 3 Millionen so Häuser bauen muss. Allerdings hat mir der Spieler gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich muss doch ein Gehege bauen. Also, ich muss doch hier noch so ein Haus bauen. Aber gut, dann machen wir das halt so. Dann ziehe ich das sogar noch bis hier hinten durch, das Gehege. Da haben die Straußen noch ein bisschen mehr Platz. Dann könnt ihr noch bis hierhin laufen. Dann habe ich auch Platz für das Gehege, hoffentlich. Ja, ist ja blöd, da die Dinge so riesig sind. Für zwei Straußen, das ist vielleicht ein bisschen too much. Aber gut, ich kann es ja nicht ändern. Wenn das Spiel sagt, das muss so riesig sein, dann muss das so riesig sein. Verstehe ich aber auch nicht ganz, warum das so übertrieben riesig sein muss. So, Besuchergalerien kann man hier reinbauen, dann kann man hier reinschauen in diese Gehege. Das finde ich super eigentlich. Naja, hier macht es irgendwie nicht so viel Sinn. Man kann auch riesige Galerien hier reinbauen, also da geht einiges. Kann man hier eigentlich sogar mal machen. Und hier vielleicht noch ein paar kleinere Galerien. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, Zoos sind ja eigentlich ganz nett, aber man muss halt immer beachten, dass die Tiere da durchaus in nicht sehr schönen... Bedingungen hausen müssen, also man sollte sich das schon bewusst sein. Es gibt natürlich auch Zoos, die das artgerecht machen, aber irgendwo ist es... Andererseits muss man auch sagen, viele Arten würden wahrscheinlich überhaupt nicht mehr existieren, wenn es keine Zoos geben würde. Also gut, irgendwo kann man das alles abwägen, sage ich mal. So, lass mir einfach mal ein paar random Reifen liegen, das ist ja ein natürliches Spielzeug für Tiere. Reifen sind natürliche Spielzeuge für Tiere, ja. Pflanzenfresser, das ist immer gut. Das wirft man auch ins Gehege, theoretisch. Also, was heißt theoretisch? Das sind auch Sachen, die tatsächlich herumfliegen. Was ist das? Aggressive Raubtiere haben wir hier nicht. Stärkere Tiere haben wir hier auch nicht. Wir haben nur ein paar Tiere, die spielen wollen und die ganzen Dinge sind hier irgendwie jetzt ins... Ach, die spielen wirklich damit. Das ist ja cool. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. So. Jetzt kommt dann noch die Szenerie. Die muss ich dann noch machen. Ja. Du verlangst ernsthaft Eintritt, aber gut, wenn du meinst. Ich kann euch mal kurz schauen, ist alles eigentlich offen? Ah, die Minenachterbahn war gar nicht offen. Aber jetzt ist sie offen. Okay, wunderbar. Haben Schwierigkeiten, zum Eingang von Besuchergalerie 2 zu kommen. Das ist mir durchaus bewusst, da ist noch kein Weg. Das finde ich aber ganz dankbar, dass der Spieler einem das sagt. Und warum liegt der Reifen hier außen? Danke, der muss nämlich... Der sollte da nämlich eigentlich nicht liegen. So, hier hinten mache ich aber nochmal zu. Da soll noch niemand lang gehen können. Hier kann ich mal dann aufmachen. Dann mache ich hier hinten wieder zu. Ich weiß jetzt nicht, ob... Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie sinnvoll ist, das hier zuzumachen immer.
Aber ich mache es halt einfach aus Gewohnheit, glaube ich, schon fast. So, dann könnt ihr auch hier hinten lang gehen. Da soll ja noch ein Schild hin. Moment. So, das kann man jetzt nämlich so einstellen, dass da keine Besucher nach hinten dürfen. Kein Zutritt. Dann steht da auch kein Zutritt und da kommen die Leute da nicht hin. Die Besucher zumindest nicht. So, die ganzen Reifen, die aus dem Gehege rausgeschleudert werden, sollte man mal verkaufen. Ich weiß nicht genau, wie die da alle hinkommen. Wahrscheinlich sind die beim... Das mache ich mal lieber nicht. Wahrscheinlich sind die beim Bauen schon irgendwie verschütt gegangen oder so. Keine Ahnung. So, hier kann man nichts bauen. Das macht auch nicht so viel Sinn. Also es macht jetzt auch nicht viel Sinn, dass der Weg hier hinten ist. Einfach, weil da eh keiner nach hinten kommt. Aber gut. Naja, jetzt werde ich erstmal kurz mich um die Dekoration des Geheges noch kümmern, damit wir das mal fertig kriegen hier. Erstmal natürlich. Also wir müssen auch noch die Gegend um die Achterbahn natürlich dekorieren. Das ist mir durchaus bewusst. Das machen wir dann auch. Ich muss dann nur erstmal hier hinten bis zum Kartenrand alles mit Sand machen. Und das machen wir auf jeden Fall noch. Also Dekorationsmöglichkeiten haben wir hier noch genügend. So, hier kommt man nicht durch. Genau, das ist alles noch gesperrt. Ich brauche nur ein bisschen Licht. Moment mal kurz. Ich dachte schon, es liegt wirklich Schnee, weil hier draußen gerade Kinder schreien. Ich dachte schon, die spielen im Schnee, aber das ist nicht der Fall. So viel hat es dann doch nicht geschneit bei uns. Und hier stehen auch schon die ersten Leute auf den Gehegen. Ich will jetzt hier nicht zu viele Lampen platzieren, einfach aus Rücksicht auf die Tiere teilweise auch, weil es ja, glaube ich, gar nicht so gut ist für die, wenn die hier unter dauerhafter Beleuchtung stehen, ist es für deren Rhythmus ja ziemlich schlecht, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Deswegen sollte da eigentlich gar nicht so viel Beleuchtung stehen. Irgendwer wird hier draußen gerade ermordet. So, nach dem Geräusch. Nachzuurteilen. So. Wegextras sind immer sehr wichtig. Warum ich das jetzt genau hier an dieser Seite, hier an der anderen gebaut habe, weiß ich nicht so genau. Das werde ich jetzt auch noch ändern. Das sieht ein bisschen seltsam aus sonst. Ich muss mir mal die Meldung hier oben durchlesen. Ich habe da schon länger nicht mehr reingeschaut. Dekoration im Gehege folgt natürlich gleich noch, also keine Sorge da. Das kommt noch. Ich bin nur gerade hier damit beschäftigt, dass ich hier noch ein bisschen Besucherextras baue. Ich habe hier hinten auch völlig die Bänke vergessen auf dem Ding, ne? Sollte ich vielleicht auch noch bauen. Hier hinten sind ja welche, oder? Ja, hier hinten sind welche, nur hier drauf habe ich es irgendwie vergessen. Genauso wie die Abfalleimer, die ja doch dann benötigt werden. Sonst sieht das hier nämlich ziemlich komisch aus, meistens. Oh, ich glaube, das ist durchaus gut beleuchtet hier hinten. Jetzt kommen natürlich noch ein paar Bäume und sonstiges. Kakteen sind immer gut. Ich meine, das ist ja fast schon alibimäßig, wird es erwartet hier. Es gibt aber normalerweise auch in der Wüste durchaus mehr Bäume als das hier. Also hier gibt es normalerweise auch schon grüne Sachen. Also nicht direkt in der Wüste jetzt, aber in den Außenbezirken gibt es da schon was. Deswegen frage ich mich ein bisschen, warum das hier so karg sein soll. Ja, die Westernecke passt jetzt hier natürlich überhaupt nicht. Sowas Gerades. Das Gruselding macht jetzt nicht so viel Sinn. Also Akazien oder sowas bräuchte man halt. Aber ich glaube, sowas gibt es hier gar nicht, oder? Ich glaube, Akazien oder sowas gibt es hier nicht. Es kann durchaus sein, dass es eine gibt. Ich habe nur ehrlich gesagt zu wenig Ahnung, wenig Lust, die zu suchen. Es gibt hier Palmen noch. Mangrovenbäume, also man kann durchaus ein bisschen was Grünes auch hier platzieren, glaube ich. Ja, Atlantis ist natürlich jetzt ein bisschen komisch. Da sind Akazien. Genau, im Safari, den gibt es die nämlich. Ich wusste doch, dass es da welche gibt. Ach Gott, ist das Ding riesig. Das
kann man mal hier hinbauen, damit die sich ein bisschen geschützt fühlen können. Holy shit. Ganz schön riesige Teile hier. Da haben die zumindest ein bisschen Schatten hier. So ein Riesenfarren. Ja, man kann auch Dinosaurier hier tatsächlich bauen. Weiß nur nicht, ob ich das in einem real gehaltenen Park sollte. Das ist mir noch so ein kleines Rätsel gerade. Also ich glaube zumindest, dass man welche bauen konnte. Ich bin mir da nicht mehr so sicher jetzt gerade. So. Gut. Ich glaube, das sieht doch ganz in Ordnung aus, oder? Bisher. Was ich hier reinbaue, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich irgendeine Attraktion. Könnten auch mal ein paar... Also sanfte... Ja, ein Wild West Rad kann man hier natürlich hinbauen. Oder mal was für Kinder. Kinderbahnen. Buffalo Karussell. Das ist natürlich auch putzig. Wenn man hier hinten so das Buffalo Karussell hinbaut. Eingang hier ums Eck. Ausgang hier. Das macht jetzt nicht viel Sinn. Moment. Eingang hier. Ausgang hier. Das macht schon mehr Sinn. Dann kann ich hier den Eingang da durchziehen. Dann mache ich hier noch eine... das Wild West Rad hin. Am besten so, dass man den Eingang auch nutzen kann. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Ja, dann muss ich das aber jetzt... Das hätte ich anders bauen sollen, Moment. Das glaube ich wäre besser gewesen, wenn ich das hier hinstelle. Eingang kann ich dann nämlich hier... hier macht er keinen Sinn. Hier kann ich ihn auch gar nicht bauen, weil das sich ja dann überschneidet mit den Warteschlangen. Ach shit. Ich kann das aber auch vielleicht anders bauen. Moment. Dann mache ich das folgendermaßen. Der Eingang hier hinten, der Ausgang hier. Du kannst schon mal in den Testbetrieb, genauso wie du. Und ja, ich weiß, da fehlt noch was. Beziehungsweise, da ist noch was falsch. Da fehlt, da ist nämlich ein Ding im Weg. Du kommst weg. Und hier muss ich auch noch irgendwo was löschen. Mach mal am besten... Mach mal den Weg weg hier. Ich glaube, ich mache das einfach so. Anders wäre das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. So, Moment. Wir haben aber 12 Minuten, wie schnell die Zeit hier bei dem Spiel vergeht. Aber mir macht es gerade Spaß. Also ich habe echt Spaß daran an dem Spiel. Und das ist ja auch eine der Sachen, die zählen. Neben der Tatsache, dass ihr natürlich Spaß haben müsst, das ist durchaus klar. Aber ich muss ja auch Spaß an meinen Projekten haben und das war bei CitySixel einfach nicht mehr gegeben jetzt. Ich warte jetzt auf City Skylines, hoffe, dass es gut wird. Und dann werden wir da mal ein bisschen weiter bauen dann, später. Mit Skylines. Aber es sieht bisher super aus, also bisher habe ich da große Hoffnungen drin. Andererseits habe ich ja auch schon mal gesagt, man sollte wahrscheinlich nicht erwarten, dass Paradox mal ein bugfreies Spiel abliefert. Da haben die nicht so Erfahrung drin in bugfreien Spielen. Ich meine, EU4 ist jetzt auch nicht verbuggt wie Hölle, das muss man zugeben, aber es hat schon so seine interessanten Fehler, sage ich mal. Und das muss man halt erwarten. Also, ich erwarte nicht, dass es ein bugfreies Spiel ist, aber ich erwarte einfach, dass es ein gutes Spiel ist. Ich hoffe es einfach, weil es einfach nichts anderes sonst mehr gibt. Es ist so ein bisschen meine letzte Hoffnung im Citybuilder-Genre jetzt, dass Paradox das nicht verkackt. Sonst spiele ich halt EU4 weiter. Aber das ist kein City Builder. Noch ein paar Deko-Elemente. Das muss jetzt nicht unbedingt Sinn machen hier. Sinn ist optional hier bei dem Spiel. Bei der Deko zumindest. Ich habe ja ganz vergessen, dass hier vorne auch noch ein bisschen was hin sollte. Das habe ich jetzt komplett übersehen. Ja, zu viele Kakteen will ich ja auch nicht hinstellen. Das sieht ein bisschen seltsam aus. So ein bisschen Weizen dazwischen. Dann haben wir doch hier einiges geschaffen, oder? Ja, ich glaube, das kann man anbieten. So als Szenariengebiet hier. Wobei Szenariengebiet ein sehr interessanter Name ist. Ach ja, Moment.
der Abfalleimer sollte vielleicht weg, weil der blockiert so ein bisschen den Eingang zu oder den Ausgang dieses Buffalo-Karussells hier, ne? Ich werde diese Fahrten auch, glaube ich, bis auf die Achterbahn, wie gesagt, nicht umbenennen. Einfach weil ich da viel zu unkreativ für bin. Polly Pferd ist trächtig. Ja, wir müssen aufpassen, dass uns die nicht überbevölkern hier. Die ganzen Gehege. What the fuck ist das? Ist die Musik immer laut? Aber ich würde sagen, es sieht ganz gut aus bisher. Hier haben wir so ein paar steppentypische Tiere, nenne ich jetzt mal Wild West Tiere. Wobei man jetzt drüber streiten kann, ob ein Strauß da überhaupt vorkommt. Ich weiß es nicht. Ich bin leider, was Tiere betrifft, nicht so informiert. Muss ich zugeben, da kenne ich mich nicht aus. Man kann ja auch nicht alles wissen. Ich bin immerhin Elektroingenieur, da kenne ich mich mit Tieren nicht so gut aus. Ist vielleicht auch ein bisschen verständlich. Ist außerhalb meines Kompetenzbereichs. Andererseits muss man auch sagen, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich selbst als Elektroingenieur, als angehender Elektroingenieur, keine Ahnung habe von irgendwas. Also man kriegt im Studium nicht unbedingt Ahnung vermittelt, muss man ganz ehrlich sagen. Das meiste, was man da lernt, ist eigentlich dann aus reinem Interesse, wenn man selbst irgendwie aktiv wird, irgendwelche Projekte macht. Wie zum Beispiel, ich habe letztens, habe mir quasi so eine Art Digitaluhr mit Thermometer selbst gebaut. Wenn man so Sachen macht, dann lernt man weitaus mehr, wie sie im Studium teilweise, zumindest was praktisch das Zeug betrifft. Also, Moment. Keine der Tierpflegerinnen kann hier die Tröge auf ein kleines Pflanzenfresserhaus 3. Sie sollten die... Oh, ich glaube, ich habe was... Ich glaube, ich habe den Ding blockiert. Ich glaube, ich habe den Weg blockiert, indem ich davor den riesen Baum da gesetzt habe. Das kann durchaus passieren, dass man da mal was blockiert. Das ist auch bei Zoo Tycoon teilweise ein Problem. Dass man da einfach mal ein bisschen random Sachen blockiert. Blöde Hecke da. Ich will die auch mal irgendwo bauen. Ja, da müssen wir dann noch weitermachen, dass das alles ein bisschen ausgefüllt wird. Jetzt muss ich nur mal schauen, ob da wirklich das Ding blockiert ist. Ja, ich glaube, das ist der Baum. Da müssen wir den wegmachen und durch kleinere ersetzen. Sonst kommen die da, glaube ich, schon hin. Ja, das ist aber auch ein riesiger Oschi von Baum hier. Muss man auch mal zugeben. So. Dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Man sieht sich übermorgen und bis dahin. Servus.